Everything we once knew is gone. We've become drifters, roaming the wastelands, scouring the wreckage for something to hold on to, searching for someone to light the way forward. So sieht's aus. Nach dem kleinen Intro gehen wir auch schon gleich ins normale Game rein. Prolog. Die moderne Zivilisation ist untergegangen. Also erstmal Hallo Ötzi, ne? Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ihr dabei wart. Hallo, ja, schön. Und jetzt gucken wir mal in Surviving the Aftermath rein. Ich starte einfach direkt rein, als würde jeder wissen, was ich mache. Ich teste das Spiel mal. Ist es ein Aufbau-Survival-Spiel so mit apokalyptischen Verhältnissen? Und da bin ich dabei. Ich habe also jetzt Frostpunk gespielt. Ist von Paradox das Spiel hier, also dieses hier. Paradox macht richtig geile Games. Ich gehe da rein. Mal gucken, wie das ist. Jetzt aber erstmal zum Prolog. Die moderne Zivilisation ist untergegangen. Sie zerfiel in einer Zeit, als rivalisierende Supermächte um Macht und Ideologien kämpften. So sehr auf sich selbst konzentriert, bemerkte niemand, welche globale Gefahr drohte, bis es zu spät war. Es regnete ein Feuer vom Himmel, als Tausende von Kometen in das innere Sonnensystem eindrangen. Auf der Erde wurden ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht, Nationen verschwanden und die Überlebenden führten jahrzehntelange Kriege um die kümmerlichen Reste, bis es keine Armeen mehr gab, die sie befehligen konnten. Wir sind die letzten Menschen auf der Suche nach einer Heimat, wo wir einen Neuanfang wagen können in der Ära des Aftermath. Ah, gut. Also Meteore, Kometen waren das Problem, okay. Tutorial. Ja, ich möchte gerne Tutorial anhaben, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Herausforderung. Es sind nur wenige Herausforderungen zu erwarten. Der Weg wird steinig, aber niemals ungerecht. Leiden lässt sich nicht vermeiden. Das Leben ist hart und unfair. Laufende Apokalypsen, schwierig, unendliche Mühen. Mittel, herausfordernd, aber fair. Gefährlicher Weg voraus. Ich würde sagen, ich mache erstmal das. So, das kriegt dir die Schwierigkeit vor, ne? Das ist ein bisschen wie bei Anno. Von 25 bis 75. Alter, das ist ein übelster Sprung. Ja, hier machen wir das, okay. Katastrophen. Das Schlimmste ist vorbei. Zeit für einen Neuanfang. Gelegentliche Katastrophen. Es ist eine gefährliche Welt, aber wir werden es schaffen. Häufige, regelmäßige oder ständige. Ich würde auch hier sagen, Nummer 2. Umgebung. Rund um den Globus ein Zeugnis der unvorstellbaren Zerstörung zu sehen. Das Gleichgewicht der Natur ist durch die andauernden Katastrophen völlig aus den Fugen geraten. Einst fruchtbare Ebenen verwandeln sich in öde, ausgetrocknete Staubschlüssel. Schüsseln, die das Land überziehen. Die Natur hat überlebt, die Welt ist verlassen und unerbittlich. Gleichgewicht zwischen fruchtbar und unfruchtbar. Überwiegend unfruchtbar, menschenfeindlich, unfruchtbarer Boden. Das Land ist abgestorben. Ich würde sagen, ne, so und so. Überlebende. Suche nach Ressourcen ist im Ödland ist im Laufe der Jahre immer schwieriger und gefährlicher geworden. Was übrig ist, ist meist verseucht oder einfach nur kaputt. Wir haben es durch eine Kombination aus Überlebenskunst und Glück geschafft. Es gab auch Begegnungen mit anderen Gruppen von Überlebenden. Sich mit anderen Gruppen zu verbinden hat geholfen. Es war weise zu entscheiden, wem zu trauen ist. Vertrauen ist etwas, das nicht jeder verdient. Die engste Familie ist alles, was man braucht. Kaum Überlebende. Also im Grunde, wie viele Leute wir am Anfang starten und mit wie vielen Ressourcen. Ich würde hier auch die zweite nehmen. Ideologie, grundlegende Überlebenstechnik vertrauen, fortgeschrittene Technologie anstreben, sich um Menschen sorgen und sie zu vertreiben. Okay, das hat jetzt nichts mit der Schwierigkeit direkt zu tun, aber im Grunde unser Ziel, ne? In der Einöde gibt es kein falsch oder richtig. Das Einzige, was zählt, ist das Überleben. Naja, es ist schon falsch, jemanden umzubringen. Also so ein paar grundsätzliche Sachen, würde ich sagen, bestehen ja noch. Doch darauf kann man keine bessere Zukunft. Achso, da war ich gar nicht. Jeder, der so weit gekommen ist, hat etwas getan oder gesehen, worüber er nicht gerne redet. Doch darauf kann man keine bessere Zukunft aufbauen. Lassen wir also die Vergangenheit hinter uns und wählen unseren Weg nach vorn. Ja, okay. Grundlegende Überlebenstechniken vertrauen. Technologischer Fokus, Überleben und Effizienz. Fortschritt und Technologie anstreben. Groß angelegte Produktion. Sich um Menschen sorgen und sie verteidigen. Technologischer Fokus, Gesundheit und Sicherheit.
Wenn ich mir jetzt überlege, wir sind in einer Welt, die so im Arsch ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie es eine radioaktive Population gibt, also radioaktive Verstrahlung gibt oder irgendein Zombie-Virus oder so. Es ist ja einfach nur, dass die Menschen sind halt alle versplittert und alles ist im Arsch, was aber wieder aufgebaut werden kann. Da wäre für mich jetzt einfachere Variante wahrscheinlich zu sagen, Fortschritt und Technologie für groß angelegte Produktion. Weil es wird mit Sicherheit Wilderer und Camps geben, die uns überfallen wollen. Und dafür müssen wir halt bessere Produktion haben an Verteidigungswellen, an ne Mauern, an Geschützen, an sowas, um uns verteidigen zu können. Und auch Trade-Ressourcen zu haben, die wir herstellen, womit wir dann auch eine Zivilisation vorantreiben können. Uns einfach nur darum zu kümmern, dass es uns gut geht und wir in Sicherheit sind, ist, glaube ich, da fehlt dieser Fokus von, wir haben auch anderen groß was zu bieten, anstatt uns denen nur unsere Gesundheit anzubieten. So. Ich würde sagen, wir machen die Produktion als Fokus. Ja, das ist ja nur der Fokus. Wir können wahrscheinlich alles machen, aber ich würde schon darauf spezialisieren, ehrlich gesagt. Weil wenn wir was haben, was andere wollen, dann kann man mit denen auch handeln. So. Spezialisten. Wähle deine erste Spezialistengruppe aus. Wissenschaftler. 2 Stück darf ich dabei haben. Die haben Geschwindigkeit, Angriff, Plündern, Forschung. Aha. Ist das so ein bisschen wie seine Einheiten bei, hier, wie heißt es denn nochmal? They are Billions? Ist das da so ein bisschen? Wie haben wir denn hier noch? Oh Gott, das ist ja übel viel. Okay, gut, dann muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Also wir haben hier anscheinend Plünderin, das heißt, die ist besonders gut im Plündern, ja? Alright. Kämpfer. Oh, der hat auch schon eine Verletzung hier, oder was? Ja, super. Das ist ja wack. Aber der hat mehr Angriff. Plünderung nicht so. Geschwindigkeit ist ein bisschen langsamer. Erholung ist aber besser. Also, ich glaube, das Safeste wäre am Anfang, würde ich mir überlegen, eine Plünderklasse, ne, die übel krass im Plündern ist. Damit wir alles erstmal so leer looten können, was so in der Gegend ist. Ist das Factorio? Nein, das ist kein Factorio. Steht das da noch drin? Ich habe das Spiel eigentlich geändert. Also wir sind in der Kategorie Surviving the Aftermath ist das Spiel. Das ist von Paradox. Das ist ein postapokalyptisches Aufbauspiel. Und guten Abend. Ich gucke jetzt gerade das erste Mal rein. Ich kenne das Spiel noch nicht. Und schau mal gerne mit rein. So, aber ich würde sagen, eine Plünderin zu haben, ist schon mal eine sehr gute Sache. Ne? Und als nächstes hätte ich, glaube ich, ganz gerne eine Wissenschaftlerin an Bord. Dass wir schon mal eine haben. Oh, Speersen. Oh, Speersen auch interessant, glaube ich. Aber warte mal, was hat die denn? Reaktionspunkte, 7 AP, aber das hat die doch auch. Warte mal, wo ist der Unterschied zwischen der und der? Die ist eigentlich nur in allem schlechter. Okay, die hat ein bisschen mehr Erholung. Das steht da zumindest noch von mir. Muss ich nochmal, ich habe jetzt nochmal bestätigt. Jetzt müsste das eigentlich drin sein. Eine Speerin, Wissenschaftler, Plünderer, Kämpfer. Kämpfer ist vielleicht auch eine gute Idee, ne? Dass wir jemanden haben, der schon richtig gut Damage macht. Wie viel macht noch unsere Plünderin? 12 Damage. Hier ist noch eine mit 9, die Wissenschaftlerin. Aber 12 scheint so der Mittelwert zu sein, ne? Ja, nur Kämpfer haben so 20 Damage. Hat sich gerade geupdatet. Sehr gut. Dann hatte ich das wohl noch nicht auf Bestätigen gedrückt. Das tut mir leid. Ja, ich glaube, ein Wissenschaftler ist am effizientesten. Weil hier zum Beispiel, wenn wir die angucken, die hat 250 Forschungseffizienz oder hier Punkte pro 12 Stunden. So ein Lobbeppo hier hat 75. Das ist ja gar nichts. Aber dafür kann die halt übel gut plündern. Und Damage-mäßig, ja, könnte man halt so einen Kämpfer nehmen, aber der hat halt auch nur so 8 Damage mehr. Das ist jetzt auch nicht Ewigkeit, aber er hat halt mehr Heilung. Ich nehme jetzt Wissenschaftler. Und da haben wir Stella. Die ist ja schon mal sympathisch hier mit dem weißen Haaren. Wo ist noch einer? Da. Kate. 250. Die hat weniger. Ja, die hier hat mehr Erholung, aber weniger Angriff. Ach, dann gehe ich schon zu dir. Dann würde ich schon sie nehmen. Sie hat 12 Damage. Da haben wir noch welche.
Ah, guck mal hier. Sie hat auch. Oh Gott. Ja, nee, der vertraue ich nicht. Nee. Wissenschaftlerin, ja, genau. Was die wohl wahrscheinlich erfindet oder so, ist wahrscheinlich einfach nur irgendwie das, was uns in die nächste Apokalypse bringt. Ich sag's euch. Die nehmen wir nicht. Ich gehe mit Kate. Alleine stat-wise. Auch wenn sie mir sympathischer ist, weil die hier auch schon wieder so hochnäsig reinguckt, aber die hat einfach einen besseren Angriff. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir schon keinen Kämpfer haben. Komm, nehmen wir. So, jetzt brauchen wir eine Flagge anscheinend. Die Gruppe ist bereit, sich niederzulassen und unter einer neuen Flagge zusammenzukommen. Ja, dann finde ich schon mal Rot sehr gut. Ne? Das ist ein bisschen bedrohlich. Man muss ja auch abschirmen. Dann machen wir so einen Totenkopf drauf, damit die wissen, wir wollen gerne handeln. Ja, ich würde sagen, das ist gut. Nehmen wir das? Hä? Nee. Ich wollte das. Jetzt. Hä? Das war gerade weird. Vielleicht habe ich außerdem hier drauf gedrückt. Kolonienname. Oh, jetzt brauche ich Input. Trage den Namen der Kolonie ein. Bestimmte Sonderzeichen sind nicht erlaubt. Wie wollen wir die Kolonie nennen? Wir haben einen Koloniename. Ja? Ein Totenkopf auf der Flagge? Eine rote Flagge mit einem weißen, zerfickten Totenkopf? Heißt doch ganz eindeutig, hallo, wir sind freundlich, wir wollen handeln. Oder? Ich würde schon. Kolonie-Motto. Koloniename. Irgendwie sowas wie... Ich finde irgendwas mit Peace schon mal ganz gut. Ne? Sowas wie irgendwie... Peaceful... Peaceful wird mit einem L geschrieben, ne? Oder? Chat, sag mal schnell. Peaceful Traders. Peacemaker. Ja, Peacemaker. Aber Peacemaker ist, könnte man auch... Ich will den Namen möglichst im kompletten Kontrast zu der Flagge haben, weißt du? Wenn wir den Kontrast komplett übel reinkriegen, wenn wir Peacemaker sagen, ist das wieder so beides. So, damit ich mich jetzt nicht das ganze Let's Play über komplett blamiere, werde ich jetzt mal ganz kurz gucken. So. Mit einem L. Dankeschön für den Input. Peaceful Trading Group. Geht nicht so? Ah, shit. Trading G. Punkt. Peaceful Trading G. Steht für Group. Oder man könnte auch, Nein! Shit. Kann ich nochmal rück? Nee. Peaceful Trading Corp. Nee. Na, wir machen G. Peaceful Trading G. Motto. Wir wollen nur reden. So. Weiter. Zusammenfassung. Ihr seht das nochmal, falls das Game selber spielt, ne? Hier, das ist die Zusammenfassung. Gehen wir rein. Let's go. Solche Games können richtig geil sein oder richtig kacke. Ich bin mal sehr gespannt, wie das bei diesem Game ist. Aber die Chancen sind sehr gut. Ich meine, das ist das Studio hinter Stellaris. Ne? Okay. Siedler. Der Siedler gründet eine neue Kolonie, indem er auspackt und einen Lagerplatz baut. Der Lagerplatz kann im Menü bauen ausgewählt werden. Okay. Haben wir eine Map? Oh ja. Aber das scheint eher so eine Alibi-Map zu sein. Also man kann jetzt nicht direkt dahin rennen, sondern es ist eher so, dass man irgendwie dann sich auf Reisen begibt und dann auf einmal das spawnt, oder? Weil ich habe ja hier noch nichts. Ich finde das gut. Deine Kolonie, wir wollen nur reden. Und dann diese Flagge, die sieht hier noch viel schlimmer aus. Guck dir mal diese Flagge da an. Schön. The world is in ruins. Things once considered mundane are hard to find. And habitable land is no exception. Mhm. A settler
has finally found a spot for a new colony. With a place to call home, it is time for a new beginning. Welcome to the aftermath, Survivor. Welcome to the aftermath, Survivor. To the aftermath. Okay, let's go. So, wir nehmen ihn mal. The world. So, so. Kann ich ihn... Nee, ne? Ich kann ihn nicht direkt befehligen. Dann machen wir mal hier eins hin. Was ist das hier denn? Torruin. Baue das eingestürzte Tor aus dem Baumenü heraus wieder auf, um mehr Leute anzuziehen, die sich deiner Kolonie anschließen. Dank dem Tor können Spezialisten hinausgeschickt werden, um die Weltkarte zu erforschen. Ah ja, okay. Gut. Aha. Da sind ein paar Ruinen und so. Geht die Zeit eigentlich schon? Ja, die würde ich mal gerne anhalten. Hier haben wir einen See. Das ist auch sehr wichtig. Also ich denke mal, wir sollen jetzt einfach hier was bauen. Ich will natürlich gleich so gut wie möglich starten. Aber ich denke, es ist einfacher, wenn wir hier direkt uns hinsetzen. Weil eigentlich müssten wir direkt irgendwie am Wasser sein. Weil Wasser ist Leben. Ah, er baut. Er entpackt. Und aus dem Siedler kommen jetzt unsere ganze Bevölkerung, oder? Oh! Ui. Ah ja. Was haben wir hier? Die Bewohner. Survivors waiting for a signal from the settler. They are cold and hungry, yet willing to work. Should the colony take care of them in return, they can be invited in right away or later, in case the settlement needs more time to prepare. Also ist schon ein bisschen weird, dass das auf Englisch vorgelesen wird und dann habe ich hier deutschen Text. Das ist schon ein bisschen doof. Ich würde das gerne selber vorlesen, aber der labert halt die ganze Zeit durch. Also die Bewohner. Überlebende in der Nähe warten auf dein Signal. Ihnen ist kalt, sie haben Hunger und müssen versorgt werden. Diese Bedürfnisse kannst du in einer gut vorbereiteten Siedlung erfüllen. Willst du sie jetzt hineinlassen oder noch warten? Du kannst die Kolonisten mit einem Leuchtsignal einladen, sobald der Lagerplatz bereit ist. Ich glaube, ich würde erstmal vorbereiten. Und, was ich auch vorbereite, ist hier mal bei Audio. Da kann ich das anscheinend nicht. Oh lol, ich kann einen Twitch-Kanal dazu hinzufügen. Twitch-Abstimmungs-Countdown. Aha. Interessant. Machen wir doch mal. Ich kann jetzt leider ihn nicht auswählen, ne? Aber ich konnte das im Hauptmenü. Warte mal, was ist denn, wenn wir nochmal eben speichern? Speichern wir den Spielstand mal. Da. Peaceful Trading. G. Peaceful. Peaceful Trading G. Ah, geht nicht, okay. Feedback verfassen, lol. Ja, ich habe ja gerade gespeichert. So, kann man das hier einstellen? Sprache, ja. Sprache Deutsch. Das ist auch gut so. Anscheinend nicht. Okay, dann machen wir das so. Wir machen die Stimmenlautstärke komplett aus. Und dann labert er zumindest nicht mehr da rein. Was ist ja sonst weird. Ich weiß noch nicht ganz, wie das mit der Twitch-Integration läuft. Wie, kann man jetzt irgendwie hier was sehen oder so? Oder wie läuft das? Naja. So, kolonieren. Öffne das Baumenü. Gute Arbeit. Bei deinen ersten Schritten zu einer brandneuen Kolonie. Du hast neue Gebäude freigeschaltet, um dieses Land in etwas mehr zu verwandeln als reine Wildnis. Einige Gebäude stehen dir kostenlos Einrichtungen bereit. Diese Fertighäuser können im Baumenü gefunden werden. Okay, bestücke jetzt das Gebiet mit diesen Häusern, bevor du die Kolonisten einlädst. Okay. Zwei Zelte habe ich zur Verfügung. Die muss ich auch ausrichten. Dann mache ich die mal... hier schön zum... ein Zeltlager ausgerichtet hin. So. Lagerhalde. Dieses Quaken, Alter. Verwende Lagerhallen, um Holz zu sammeln. Okay. Ah, hier.
Das ist ein Haufen. Hier ist also eine Sammelstätte von Frostpunk. Lebensmittellager. Und das sammelt von den Dingern. Okay, gut. Ah, hier hinten sind noch mehr. Okay. Ja, dann machen wir erstmal die drei hier. Ja, mal so. Okay. Dann ein Wasserspeicher. Produziert Wasser in kleinen Mengen, benötigt ein Arbeiter, der Wasser aus einem Teich oder See sammelt. Muss an einem Ufer gebaut werden, nicht bei radioaktivem Niederschlag verwendbar. So viel zu radioaktiv haben wir nicht, ne? Muss bei Winterstürmen beheizt werden. Okay, dann haben wir einen Wasserbrunnen. Quelle für Wasser, muss im Abstand zu anderen Brunnen gebaut werden. Fruchtbare Kacheln liefern mehr Wasser als normale Kacheln. Im Ödland, mit Ödland produziert keiner. Kann nicht auf Ödland platzieren. Okay, und Trinkwasserspeicher. Da lagern wir die, okay. Ja, dann machen wir hier mal da, ne? Ja. Mittlere Effizienz, hohe Effizienz, hohe Effizienz. Ha! Machen wir mal hier in den Tümpel, ne? Der sieht doch auch trinkbar aus, oder? Na, die ganze Grünalge da dran und den ganzen Schlamm und so. Schmodder. Also, das kann ja nur laufen. Ist abgebaut. Leutsignal abfeuern, bitte. Ach so. Ach so ist das. Sieht man das jetzt hier? Kann man jetzt hier abstimmen? Warte mal, ich schreibe mal selber hier rein. Ich will 2. Reicht das, wenn man einfach 2 reinschreibt? Ja, es reicht. Lol. Ja, also, ne, wenn ihr hier reinschreibt, dann, ich kann jetzt hier gerade nichts machen, das müsst ihr dann machen. Lol. Mhm. Überspringen wir jetzt mal, weil das mir ein bisschen zu lange dauert. Das müssen wir mal runter machen. Mal so auf 30. Dauert ja boah, ewig. Das ist ja cool. Ich würde sagen, ich mach das, ich glaube, ich mach das erstmal aus. Und sobald hier ein paar mehr Leute sind, dann machen wir das wieder an. Aber das ist ja eine coole Sache. So. Haben wir die jetzt schon da? Sind die schon hier? Ah, die kommen. Ah, ja. Die Bewohner. Auf das Leuchtsignal der Spezialisten hin erreicht der Rest der Gruppe den hergerichteten Lagerplatz. Ungeachtet der vor ihnen liegenden Schwierigkeiten ist es an der Zeit, diesen feindlichen Ort in ein sicheres Zuhause zu verwandeln. Ach Mensch, da sind sie. Cool, dann wollen wir mal hier welche zuweisen, oder? Arbeitszone verlegen, Zustand, Kapazität. Was macht man hier? Ressourcen anfragen, okay. Kopieren, abreißen. Wie setze ich denn Leute hier darauf fest? Muss ich das allgemein machen? Baumenü. Statistiken. Warte, Fortschritte. Das ist mir gerade zu viel. Reparaturmodus. Ah ne, die arbeiten hier automatisch, oder wie? Gebäude im Betrieb. Okay. Kolonisten. 6 Träger, 1 Arbeiter, 7 Erwachsene, 4 Kinder. Was ist mit dir denn? Ah, der hat auch Verseuchung. Okay. Aber die sind hier auch schon direkt am Arbeiten, ne? Arbeitet. Arbeitszone verlegen. Ah, lol. Ah. Oh, das ist ja ein geiles Feature. Okay, verstehe. Dekontaminieren, lol. Ach, hier arbeiten auch welche. Guck mal, da sammeln welche. Interessant. Aber ich konnte jetzt nicht sagen, wie viele da arbeiten sollen. Das machen die anscheinend automatisch. Da steht halt auch nicht, wie viele da gebraucht werden. Ne? Also die hier, die brauchen anscheinend noch, die brauchen noch ein Haus. Gut, dann werden wir erstmal ein Haus machen. Ne? Zelt. Ist nicht sehr stabil. Stellt eine kurzfristige Notfalllösung dar. Sie bietet kaum Schutz gegen Strahlung und kann leicht durch Katastrophen zerstört werden. Geringe Strafe auf Zufriedenheit muss bei Winterstürmen beheizt werden. Okay. Notunterkunft. Eine Übergangsunterkunft für mehrere Kolonisten. Günstig im Bau, sehr auffällig. Geringe Strafe.
Gesunkene Geburtenrate dort auch. Ah, aber da können mehr rein. Können. Ja, ein Tick weniger. Aber jetzt nicht unbedingt. Machen wir weiter Zelte. Mal hier so welche. Machen wir die so übereinander? Ja. Okay, das heißt, da ist immer die Pfeile sind Wege, die haben sie mit einberechnet. Alright. Ja, jetzt muss erstmal wer das hinliefern, ne? Okay. Und das sind hier Plastik, ist das. Ah. Aha, Plastik, Holz haben wir. Wir haben Metall, Zement, Teile. Ich glaube übrigens, so von der Position her bin ich hier unten ganz gut aufgestellt irgendwie, ne? Hier unten ist nur die Weltkarte. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Na, wir haben hier die Weltkarte. Dann haben wir hier die Kolonie Prestige. Meilensteine. Und Gemeinschaften. Mehr ist da nicht. Ja. So. Ready. Was haben wir denn hier? Die Plünderin. Da ist sie. Können wir die mal irgendwo hier hinschicken? Holz ist aufgebraucht. Ah, die Sammelstelle also, ne? Aber wir haben ja auch gut was gesammelt. Wir lassen das nochmal zu Ende sammeln. Und dann kann die hier eigentlich... Warte, ich kann auf der Weltkarte sammeln. Okay. Zwei sind auch obdachlos. Ja, sobald das Ding hier gebaut ist. So, jetzt sollten eigentlich alle ein Dach haben. Jo. So, ich möchte sie, glaube ich, mal irgendwo hier hinschicken. Hallo, hier ist ein Verschmutzungsablager. Eine Umweltstation muss man hier hinmachen. Aha. Was ist das? Eine Holzruine? Okay. Mittlere Ablagerung von Verschmutzung. Und das hier werden wahrscheinlich auch einfach nur so Ruinen sein, was zu sammeln, ne? Plastik. Oh lol. Ich dachte erst, das wären irgendwie Erzvorkommen. Nee, es ist einfach alles Plastik. Es ist einfach alles Müll. Ja, Müll. 400 Müll. Mhm. Okay. Was ist hier mit dem Wasserding? Oh, da arbeitet sich einer. Eine, Tamara. Da arbeitet sie. Mann, ist das eine Scheißarbeit. Die hat nicht mal ein richtiges Dach hier oben. Nur irgend so ein Laken, der über so eine Ecke geworfen wurde. Und das nennt man Dach. Arme Sau. Okay. Was haben wir denn jetzt hier noch so, was wir bauen können? Das Tor zum Beispiel. Das haben wir aber noch nicht. Also haben wir noch nicht genügend Sachen für. Diese einfachen Türme kundschaften ihre Umgebung aus und beseitigen den Nebel, der das Land bedeckt. Dadurch wird die bebaubare Fläche erweitert und neue Rohstoffvorkommen zum Plündern aufgedeckt. Sie können sich auch verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Ah. Okay. Wie lang geht die Karte eigentlich? Die ist ja übel groß. Ja, 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 okay. Ja, die Karte ist schon. Hat eine beachtliche Größe. Aber ich glaube, ich brauche hier erstmal nichts. Die Frage ist halt nur, was mit Plündern gemeint ist. Also, wo kann ich hier plündern? Warte mal, kann sie auch? Hier ist so ein Symbol. Kann ich das auch. Kann sie das auch plündern? Vielleicht kann ich sie einfach benutzen als so. Jo. Ah, okay. Dann, ja, dann mach mal dich auf den Weg. Plastik geht leider nicht, das muss recycelt werden. Dann bau doch mal hier diese einzelnen kleinen Nodes ab. Ist doch gut. Wissenschaftlerin. Ah, hier, guck mal, die sind fertig. Arbeitszone verlegen. Dann macht mal hier weiter. Ne? Aha. Und die Wissenschaftlerin. Der braucht doch bestimmt irgendein Labor oder so. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier können wir Straßen bauen. Straße entfernen, okay. Schotterstraße. Machen wir mal hier so. Kostet ja anscheinend nichts, oder? Machen wir mal. Mal gucken, was damit ist. Dann haben wir einen Fallensteller. Ah, jo. Essen ist ganz wichtig. Und wir haben aktuell zu wenig Wasser. Sehe ich denn, wie viele wir noch übrig haben? Nee, oder? Ich finde das ein bisschen weird gerade, dass ich nicht sehen kann, wer
arbeitet und wer nicht. Also wie viele Arbeiter wir frei haben. Das ist gerade noch so eine Frage, die mich nicht beantwortet wird. Ich mach mal eine Fischerhütte hin. Ach, hier kann ich die gar nicht hinsetzen, ne? Warte mal, wie sind die Gilde? Ne, die muss schon so. Ja, hier so hin, ne? Hohe Effizienz, okay. Können wir hier eigentlich mal hier runter eine Schotterstraße bauen? So hier hin. So, ne? Glaube ich, eine ganz gute Idee. Stattliches Reh. Die sehen ja auch geil aus. Alter, was haben die denn für ein geiles Fell? Was für eine Musterung. Übel nice. Schau ich die mal an. Coole Sache. Jo, wie der sprintet auf der Schotterstraße. Oh mein Gott. Okay, dann haben wir hier, ne, Wasser, da müssen wir gleich nochmal ein Märchen setzen. Naja, das können wir eigentlich jetzt auch nochmal eben machen. Wenn wir kein Wasser haben, das ist ja schon Shit. Nochmal hier hin. Forschung. Ach, können wir vielleicht auch jetzt schon forschen? Kann das sein? Dann hätten wir ja schon sehr viel, ne? Zeit vergeudet. Technologien, wir haben hier 0 oben. Häuten, Jagdmannschaften, plus 1 Arbeitsplätze, plus 1 bei Jägern. Dann haben wir Häuten, wenn wir das auswählen. Schlüssel. Okay. Ressourcen, Infrastruktur, Wasserleitung. Gemeinschaft, Sicherheit. Okay. Verdiene Wissenschaftspunkte auf der Weltkarte. Ah. Okay. Das heißt, wir können das gerade eh noch nicht machen. Recycler. Wichtig. Den wollen wir hier haben. Das sind gleich zwei Vorkommen. Holzfällerlager. Ja. Er macht Holz zu Feuerholz. Und die... Also ein Holzlager fällt Bäume und das Holzfällerlager macht Feuerholz. Okay, gut. Oh, Förster. Latrine. Grundlegende Hygiene ist ein Muss. Ja, auf jeden Fall. Sollte gemacht werden. Wir machen mal hier in die Ecke ein. Oh, dann mal eine Schotterstraße hin. Geht gar nicht. Dann einfach mal hier. Die Straße ist noch nicht gebaut, ne? Na, aber hier sind die am Graben. Langsam wird das. Okay. Was mit ihm? Was ist denn los? Schlechte Unterkunft? Ah, Muhammad, das ist ein Trend. Achso. Ja. Also Wasser haben wir auf jeden Fall ein zweites Ding gebaut. Da sollten wir also genügend bekommen. Vielleicht ist es... ja, das hier ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wartet auf einen Bauer. Du meinst einen Bauarbeiter. Das ist was anderes als ein Bauer. Da machen wir auch mal eine Straße hin. Und die Böden müssen beschleunigen. Komm, wähle deinen Kolonisten. Kolonisten sind eingetroffen, stehen bereit und genau, Träger werden zum Bau von Gebäuden sowie dem Transport und der Beschaffung von Ressourcen benötigt, während Arbeiter zur Arbeit in den Gebäuden, zur Herstellung von Gütern und zur Aufrechterhaltung der Kolonie eingesetzt werden. Du brauchst beide Arten von Kolonisten, damit alles glatt läuft. Um das sicherzustellen, kann eine Mindestmenge von Trägern im Lagerplatz bestimmt werden. Wähle jetzt einen Kolonisten aus dem Arbeitsplatz, um seine Aktivität zu sehen. Aha. Okay, habe ich das Tutorial gerade überhaupt nicht gesehen und nicht gemacht. Wir haben Theo. Theo ist ein Erwachsener. Status normal.
Dieser Kolonist ist in der Lage, die ihm zugewiesene Rolle zu erfüllen. Und welche Rolle hat er? Stelle? Keine. Ha. Okay. Dann würde ich erstmal hier sagen, dass wir mindestens so 3-4 Träger wollen, ne? Wir haben aber jetzt 6 Träger und nur einen Arbeiter. Wahrscheinlich auch, weil nicht genug mehr gebraucht werden, ne? Weil die restlichen sammeln alle. Und ein Arbeiter ist halt hier, ne? Okay, das heißt, es wird automatisch alles so, schon verteilt. Ich kann sagen, nur hier, wie viel ich mindestens von Trägern möchte. Okay. Verstehe. Verwendung von Ressourcen. Ressourcen bilden die Basis für alles in deiner Kolonie. Sie können für den Bau von Gebäuden genutzt werden oder zu höherwertigen Produkten weiterverarbeitet. Um zu sehen, wie viele Ressourcen du aktuell auf Lager hast, klicke auf die obere Leiste heute. Das heißt, ja, okay, verstehe. Fischerhütte. Ah, und hier kann ich die zuweisen. Und mit dem sage ich, bitte jetzt sofort da jemanden zuweisen. Okay, I get it. Oh! Ablagerung von Verschmutzung. Kommen die immer mal wieder oder was? Das ist ja scheiße. Ich will nur 2 Träger haben. Und jetzt arbeitet dann auch hier wer. Das ist schon mal gut. Ich glaube, die hier sammeln gerade auch genügend an Nahrung, oder? Nee, auch nicht. Aber zumindest kriegen wir erstmal genügend Wasser. Das ist doch schon mal was. Dann würde ich auf jeden Fall hier jemanden reingeben wollen. Den da raus. Und hier sind jetzt beide drin. Gut. Weil wir haben nämlich gar kein Plastik, aber dafür genügend Holz. Und wenn das hier laufen soll, dann brauchen wir ja Plastik. Also machen wir das mal auf Maximum. How may I help? Ah, sie macht das da hinten? Yep. Und sie könnte ja eigentlich auch nochmal da aussammeln. Aber ich glaube, sonst kann die gerade nichts machen, ne? Erst sobald wir das Tor fertig haben. Was ist das? Verschmutzung. Ah, oh lol. Aha. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal unangenehm, ne? Dass sie direkt hier neben uns, unserem Camp da. Das sollte nicht so sein. Gebäudezustand. Sieht alles gut aus. Gebäude. Mhm. Ressourcen. Wasser. Hersteller. Abnehmer. Trinkwasserspeicher. Ach, der Lagerplatz sammelt auch Speicher. Das ist, sammelt auch Wasser. Das ist gut. Ein Schokoriegel. Ja, wichtig. Ohne den geht gar nichts. Ausgekundschaftet 78%. Das Konserven. Ach, hier. Da ist wahrscheinlich Wasser, ne? Oh. Da ist bestimmt hier Wasser. Was haben wir hier? Unebener Boden. Plötzlich sind aus dem Zelt gedämpfte Hilferufe gekommen. Statt eines Kolonisten klafft mitten im Boden nur ein riesiges Loch. Anscheinend wurde das Zelt über einem kleinen Erdloch errichtet. Mithilfe einer provisorischen Leiter sollte der Kolonist ohne Verletzungen hinausklettern können. Baue eine provisorische Leiter oder der Kolonist kann ohne Leiter rausklettern. Hey, wir haben genügend Holz. Soll er machen? Ja, mehr Zufriedenheit. Yay, wir haben ihn gerettet. Der wäre bestimmt umgefallen und gestorben oder so. Das bisschen Holz. Das kriegen wir doch easy her. Das Ding ist, wie kommen wir jetzt weiter? Ich glaube, wir müssen unbedingt dieses Tor hier bauen, damit wir auch kundschaften können. Weil ohne Kundschaften ist schlecht und dafür brauchen wir übel viel Plastik. Frage, kann ich die hier... Nee, die kann ich nicht weiter rausschicken als das. Ich würde mal hier noch so ein zweites Plastik hier einen Recycler bauen. Einen zweiten Recycler so hier. Ja. Hier so ist, glaube ich, ganz gut. Eher so. Ja, praktisch, dass die Bäume gleich umfallen, ne? Finde ich auch gut, wenn ich sage, da wollen wir was bauen, dass die Bäume direkt sagen, okay, see you.
So. Mal schneller. Lebewesen. Ah, es gibt auch feindselige Tiere. Okay. Aber aktuell noch keine zu sehen. Das ist gut. So, jetzt möchten wir da bitte Arbeiter haben. Und damit wir die Arbeiter bekommen, müssen wir mal hier die Träger runter machen. Und ich denke, auch sowas hier wie die Fischerhütte erstmal aus. Holz ist aufgebraucht. Ach, da oben. Ah, okay. Aber da ist er noch. Ich verglühe. Was? Ist der krank oder was? Das sieht nach so krank. Ist infiziert. Da. Eine schwerwiegende Krankheit sorgt für eine kontinuierliche Verschlechterung der Gesundheit und eine Reduzierung der Effektivität der Kolonisten. Unbehandelte Infektionen führen zum Tod. Mithilfe von Antibiotika wird der Heilungsprozess beschleunigt. Infizierte Kolonisten verbrauchen doppelt so viel Wasser wie gesunde Bewohner. Okay, aber wir haben hier welche, oder? Medikamente, Jodtabletten, Antibiotika. Ja, wir haben welche. Los, geh doch dahin. Lass dich doch behandeln. Oder geht das nicht? Brauchen wir erst so ein medizinisches Zelt, oder? Der heilt die. Ja, dann brauchen wir jetzt hier ein medizinisches Zelt. Aber wir haben schon gut Plastik dazu gekriegt, ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir gar nichts bekommen. Das läuft schon. Ja. Ist noch gut was drin. Das läuft. Was haben wir hier? Angemessene Verstärkung. Jemand scheint Bretter aus dem Lager zu stehlen. Einige Kolonisten werden mit der Untersuchung beauftragt und kehren nach einiger Zeit mit jeweils einem kleinen Rabauken unterm Arm zurück. Die Kinder haben die Bretter stibitzt, um sich eine Baumfestung im nahen Wald zu bauen. Lass die Baumfestung stehen, reiß die Baumfestung ab. Ja, lass es stehen. Ach, der Infizierte baut jetzt das medizinische Zelt, um sich da drin dann Antibiotika geben zu lassen. Ah, ist das schön. Das passt ja perfekt. So, der muss da jetzt mal eben hier rein. Jo, ab dafür, los, go. Verabreicht die Antibiotika. Behandeln. Bevor das noch spreadet. Nutzung von Straßen. Straßen sorgen dafür, dass die Ressourcen in der Kolonie schneller zirkulieren. Außerdem verringert sie die Müdigkeit der Kolonisten, die sie beim Zurücklegen großer Entfernung aufkommen. Ja, wir sollten, glaube ich, hier auch nochmal eine Straße hinbauen, oder? Ich glaube, das macht Sinn. Direkt auf dem Weg dahin nochmal ein paar Bäume abreißen. Die stehen uns im Weg, Mensch. Und dann brauchen wir halt mehr Leute. Erstmal mehr Plastik und dann mehr Leute. Produktionslimit. Was bedeutet hier Produktionslimit? Geht das runter oder ist... Ah, jetzt wird es gerade höher. Oder ist es das, was die bisher produziert haben, die Menge? Na, ich weiß nicht. Aber erstmal haben wir jetzt genügend Ressourcen für das Tor. Das Tor, das genauso aussieht oder so ähnlich aussieht wie einfach das Tor von... Wie heißt nochmal diese eine Stadt aus Walking Dead? Als die Hauptgruppe halt in dem Gefängnis war und dann die Stadt da. Mit dem Governor. Ich weiß gar nicht mehr. Aber so sieht dieses Tor aus. 1:1. Eine Fremde ist in der Kolonie aufgetaucht. Streunende Schwester. Die Kolonisten sind verblüfft, als mitten in der Kolonie wie aus heiterem Himmel ein unbekanntes Gesicht auftaucht. Bevor die Kolonisten ihre Mistgabeln erheben können, ergreift die Frau das Wort.
Nehmt eure Waffen runter, ich bin kein Eindringling. Ich bin nur auf der Suche nach Nahrung und einer Unterkunft. Wir hatten eh ein kleines Lager nördlich von hier, aber auf der Flucht vor diesem Weltraumbrocken wurden wir getrennt. Ist mein Bruder vielleicht schon hier? Er könnte sicher für uns bürgen. Ich glaube, ich lasse sie rein. Ich brauche Leute. Das dankbare Häuflein wird ohne eine Spur von Feindseligkeit aufgenommen. Unabhängig davon sollte die Verteidigungsmaßnahme der Kolonie vielleicht besser auf den neuesten Stand gebracht werden. Ja, wenn die einfach so da bei uns reinschneiden können und sagt, moin, habt ihr noch ein Zelt übrig? Dann haben wir vielleicht keine so gute Verteidigung. Ja, wollen wir hier mal zum Tor eine Straße machen? Und dann Zelte mal hier hinten verlegen. Ja, so. Hier kriegt man keins mehr zwischen, ne? Nee. Aber ich will auch nicht zu nah an das radioaktive Gebiet da hinten. Naja. Aber ey, drei Leute mehr. Das hilft gerade ungemein. Was ist da? Arbeitszone. Achso, die hat nichts mehr. Verletzt. Ist der Haufen explodiert gleich. Oh Gott. Die Latrine ist beschädigt. Also die kleine Ablagerung da ist jetzt gerade explodiert, oder was? Ja, das ist schlecht. Können wir die nicht reparieren hier? Ja, Fliege, geh weg, Mensch. So? Jawohl. Das kriegen wir schon wieder repariert, Mensch. So, und hier Arbeitszone wird dahin verlegt. Yes. Und du hier sammelst dort. Yep. Und du auch. Gut. Haben wir jetzt noch welche? Freien Bauer. Kolonist Victoria ist mutiert. Bitte? Was? Mutiert. Langfristig einer hohen Strahlenmenge ausgesetzt zu sein, hat schwerwiegende Folgen hervorgerufen. Die Heilung wird viel Zeit brauchen. Alter, what the fuck? Haben wir so eine Umweltstation schon? Nee? Heizofen. Ah. Jetzt ist das Ding hier aber auch schon verseucht. Also vielleicht reißen wir die einfach mal komplett ab. Abreißen. Die werden abgerissen und wir verlegen die einfach woanders hin. Wir machen mal die... Okay. Das Tor ist gebaut. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Tor erfolgreich wieder aufgebaut und erhältst Zugang zur Weltkarte. Die Umgebung der Kolonie kann jetzt von deinen Spezialisten erkundet werden. Dieser Fortschritt spricht sich herum und schon bald werden allerlei Leute deine Kolonie aufsuchen. Freundliche und weniger freundliche. Bewaffne das Tor mit Kolonisten oder halte einige Spezialisten bereit, um dich vor den Plünderungen zu schützen. Okay, ja, erstmal machen wir hier die Latrine, weil die Leute müssen kacken. So, dann wollen wir Zelte machen, weil die Leute wollen pennen. Und in ihr Zelt kacken. Dann machen wir gleich mal zwei hin. Das Ding müssen wir wahrscheinlich auch nochmal verlegen, oder? Wäre bestimmt gut. Gut, dann wollen wir mal gleich auf die Weltkarte gehen. Peaceful Trading G. Ja, die sehen... Also, ne? Wenn ihr das nochmal seht, das sieht doch vertrauenserweckend aus. Ich wüsste nicht, was die anstellen sollten oder dass die irgendeinen Eindruck haben, dass es nicht so ist. Überhaupt nicht. Zeltplatz und da sind Kleidung. Einfach nur, weil das geplündert werden kann, oder? Ich glaube ja, ne? Dann haben wir hier Wissenschaft, Ressourcenwissenschaft. Okay, dann machen wir mal hier. Wissenschaftlerin? Tut gar nichts, ja, was soll denn das?
Hier, das. Oder müssen wir die erst zum Tor schicken? Kann das sein? Gehen wir zum Tor. Nee, auf Weltkarte schicken. Jawohl. Und du? Auch. Los da. Oder kommen direkt neue. Wer sind die? Ich frage mich, ob unsere Zeit schon gekommen ist und wir nur noch in den letzten Zügen liegen. Die Leute sagen, dass neue Spezies auftauchen. Die Leute sagen, dass neue Spezies auftauchen, dir, der unsere Welt weit überlegen sind. Alles klar. Danke für diesen tollen Text. Okay. 8 Erwachsene, 4 Kinder. Keine Senioren, das ist schon mal gut. Vorräte haben die ein bisschen Währung. Plastik. Bisschen Kleidung, aber zu wenig. Holz. Und wir haben einen neuen Spezialisten dann. Roberts, Plünderer. Geschwindigkeit, Forschung, Erholung. Plündern ist ja auch sehr gut. Wir nehmen die mal. Kleinstadt. So, jetzt haben wir ihn hier. Den schicken wir auch auf Weltkarte. So, wenn wir jetzt. Ja, jetzt können wir die auswählen. So, erstmal Wissenschaftlerin. Du erforscht hier. Nice. Dann, Larissa. Hier bitte, Luten. Da Luten. Jawohl. Ist doch gut. Oh, die Weltkarte ist ja auch riesig. Ach du Scheiße. Ach, hier steht da, in 4 Tagen kommt wahrscheinlich der nächste, ne? Wird bei einem Spezialisten Abklingzeit 4 Tage. Alright. Vielleicht kann ich da noch direkt sagen, ich möchte jetzt gerne einen bekommen. Mal gucken. Okay. So, jetzt brauchen wir gerne mal die Häuser hier. Das wird langsam wichtig. Ich mache auch gleich schon mal ein paar mehr, dass sich das gleich mitgebaut wird. Die Latrine muss auch gebaut werden. Das kann ja wohl nicht sein, dass die hier alle ins eigene Zelt scheißen. Plastik wird sehr gut gemacht. Holz fehlt noch so ein bisschen. Die können wir mal zueisen. Und dann würde ich, glaube ich, ganz gerne... Mensch, diese blöden... ein Holzlager bauen. Ja, so hier drin. Er kann dann hier abbauen. Und jetzt müssten wir eigentlich auch Forschung kriegen, oder? Ja, 250. So, was wollen wir denn haben? Wir könnten jetzt hier Jäger verbessern, das sehe ich aber gerade nicht. Hier könnten wir zentrale Reparaturen. Was macht das? Es ist gar nicht so einfach, in der großen Kolonie einen Überblick über alle... Ein Instandhaltungswerk dekontaminiert automatisch die Umgebung und repariert beschädigte Gebäude im Umkreis, wenn genügend Arbeit und Ressourcen vorhanden sind. Ach so, okay. Hm. Aber danach kriegen wir halt noch mehr Zeug, ne? Sand, Wasserleitung. Schwere Plan. Ja, die Plan an seinem Zelt verstärkt, erhöht zwar nicht den Komfort, aber durchaus die Langlebigkeit der Notunterkunft. 40% mehr Langlebigkeit. Ah. Stockbetten, überfülltes Zelt. Na, nee, das ist nicht. Was ist hier Bildung? Die Ausbildung der zukünftigen Generation ist in Schulen war noch nie so wichtig wie jetzt. Ausgebildete Kinder erhalten die permanente Ausgebildete eingeschafft, wenn sie lang genug der Schule, zur Schule gehen. Bildung macht sie zu effizienteren Mitgliedern der Gesellschaft. Das ist doch eine gute Sache. Das wollen wir doch haben. So, was ist, wenn ich jetzt hier... So, dann müssen wir erstmal das, ja? Forschung. Upgrade, 10 Sekunden? Oder wie? Haben wir es jetzt schon geschafft, oder was? Ist jetzt dabei? Check das jetzt gerade nicht so ganz. Forschung. Sehen es. Kostet aber 100. Und ist, glaube ich, anscheinend dabei. Ja, dann lassen wir es mal, ne? Wird schon wohl laufen. So, hier sind immer noch 3 Leute ohne Unterkunft. Das heißt, wir müssen mal hier mehr Zelte machen. Lass mal hier direkt 3 Stück machen. Und dann auch eine Schotterstraße drumherum bauen.
Rucksack. Und da. Ja, 5 Leute sind obdachlos. In mehreren Baustellen fehlen Ressourcen. Ja, da fehlen nämlich hier Baustellen. Holz fehlt hier. Aber die haben ja genug Radius, das wird mit der Zeit. Die stellen 12 her, also so wie die Recycler. Und die hier. Wie viel stellen die oder wie sammeln die? Geht ja nicht so richtig, ne? Naja. Was sagt denn die Weltkarte? Sieht man hier irgendwie den Fortschritt? Zeit 3, ach, wahrscheinlich Stunden, oder? Yes. Das ist doch bestimmt Stunden. Ah, hier. Das wird. Ja, das geht vorher. Siehst du? Da. Ach, warte mal. Erforschung von Stockbetten? Ah. Ach ja, das brauchen wir für Bildung. Okay, okay. Alles gut. Chillt. Ruhig. Ruhig, chillt. Ja, hallo. Jetzt alles fertig. Alle 3. Oh Gott. Junge, Junge. Zeit verbraucht 24 Stunden. Ressourcen 19 Kleidung. Das ist doch eine gute Sache. Schaden genommen 0, Währung gefunden. Geile Sache. So, dann könnten wir hier sagen, sie kann da ein Gebiet erforschen. Wir können sie aber auch, glaube ich, erstmal zurückschicken, damit sie das alles abliefert. Ne? 20 Werkzeug. Coole Sache. Ja, genau. Bring das mal erst zurück. Und sie hat 500 Forschung gefunden. Mhm. Bring es auch mal zurück. Es sei denn, das hat auch schon geklappt. Also es sei denn, wir haben das direkt bekommen. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Das wäre schlau gewesen. Okay. Sie erforscht erstmal. Haben wir hier so einen See, es geht auch sehr weit hier runter. Ja, wir sind genau umzingelt eigentlich. Was haben wir denn hier Interessantes? Ja, sehen nicht, wir sehen noch gar nicht, was da ist, ne? Hier sind auf jeden Fall ein paar Strommäste. Ja, wir gehen mal dahin. Da ist auch ein Gebirge, vielleicht finden wir da ja irgendwie sowas Richtung Metall. Ich weiß noch nicht ganz, woher wir das bekommen. Ja, du machst mal da und du erkundest mal da. So, gehen wir mal ein bisschen außen rum und schauen mal, was da so ist. Können wir denn hier irgendwas mit Metall oder so? Nee, ne? Müssen wir wahrscheinlich alles erst erforschen. Dekoration, ja, genau. Wassermangel. Oh, oh. Wie ist denn mit dem Brunnen? Da, Wasser, Wasserbrunnen. Ui. Aha. Das sieht sehr gut aus, wenn wir den hier hin machen, glaube ich. So. Obwohl die Effizienz ist schon. Die ist hier 98. Ja, 98. Machen wir ihn dahin. 98er Effizienz für einen Wasserbrunnen. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und ich sehe gerade, damit sind wir auch schon für YouTube, ne? Die erste Folge sind wir durch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen zur selben Zeit. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit ich das hochladen werde. Aber auf jeden Fall morgen kommt dann die nächste Folge wieder. Bis denn. Tschüssi.